Hey Leute, willkommen zu einem neuen Yum Pilgrim Video. Heute zeige ich euch leckere Rezepte, die ich in letzter Zeit so gemacht habe, die ganz gut zum Sommer passen, wie ich finde. Ich habe es so ein bisschen gesammelt, also bleibt jetzt dran, wenn euch das interessiert. Als erstes fangen wir an mit einem Sandwich. In letzter Zeit esse ich die wieder total gerne, einfach weil das Wetter so, das passt einfach zum Wetter, ne? Mittags ein Sandwich oder eine Bowl. Dieses Sandwich ist ein Pulled Jackfruit Sandwich. Und zwar mit dieser Jackfruit vom DM. Das habe ich euch schon mal in einem Bio-DM-Haul gezeigt. Und genau, die benutze ich jetzt zum ersten Mal. Sonst habe ich die immer aus dem Asiamarkt geholt, in der Dose, in dieser Brühe. Das war jetzt für mich ganz neu einfach. Und ich muss sagen, also ich war doch im Haul so verwundert, warum sie so dunkel ist. Weil eine junge Jackfruit, sollte man ja benutzen, das ist so der Fleischersatz sozusagen, ist ja sehr hell, also ist grün, ne? Und ich glaube, es liegt daran, dass sie halt nicht in dieser Brühe schwimmt. Dass sie nicht oxidieren lässt und einfach die Farbe beibehält, so wie man halt Zitronensaft in etwas tut und so ein bisschen konserviert. Und die im DM ist einfach nur in einem Beutel abgepackt. Das ist, glaube ich, der Grund, warum sie so ein bisschen oxidiert ist und dunkel ist, braun ist. Was auch nicht schlecht ist, weil das hat noch mehr, also es sieht noch mehr aus wie, ja, wie Fleisch, wenn man so will. Aber es ist nicht gewürzt. Also, weil ich habe nachgeschaut, ich dachte, da wäre auf jeden Fall Sojasauce dran, ist es aber nicht. Und zwar habe ich die Jackfruit als erstes mariniert. Mindestens eine Stunde. Könnt ihr aber auch länger machen, wenn ihr möchtet. Und zwar habe ich einfach nur reingegeben Öl. Ihr könnt einfach irgendein neutrales Pflanzenöl benutzen. Ich habe jetzt hier Rapsöl genommen. Sojaöl, Reissirup und ich habe eine Knoblauchzehe reingepresst. Und ich sage euch, diese Kombination ist sozusagen mein Geheimrezept für vieles, für viele Marinaden. Entweder als Basis oder nur das. Alles schmeckt dadurch so viel besser. Es schmeckt einfach sehr lecker, egal was ihr damit mariniert. Je länger, umso besser, umso intensiver natürlich auch der Knoblauch, aber mindestens halt eine Stunde. Ich habe es sogar auch nur eine Stunde gemacht. Ich habe eine Zwiebel klein geschnitten, habe die erstmal ein bisschen angebraten in etwas Wasser in der Pfanne. Ich habe extra kein Öl dazu gegeben, weil es nicht sein muss, weil später kommt ja noch mit der Jackfruit Öl dazu, aber ihr könnt es auch in Öl anbraten, wenn ihr möchtet. Aber ich versuche immer so zu schauen, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann einfach in Wasser. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber dann habt ihr eben Öl gespart nochmal. Wenn die Zwiebel dann glasig ist, gebe ich die Jackfruit dazu und brate das nochmal schön an. Und zwar richtig intensiv, schon ein bisschen länger, also schon so 15, 20 Minuten ungefähr. Dann würze ich das Ganze mit geräuchertem Paprikapulver. Das macht alles so richtig schön rauchig einfach, ganz wichtig. Ihr könnt auch Liquid Smoke nehmen, ist aber sehr intensiv, ist nochmal eine andere Richtung. Ich wollte das nur so einen Hauch. Salz und Pfeffer natürlich und dann zermatsche ich die Jackfruit ein bisschen, zerteile die einfach so mit dem Kochlöffel. Ihr könnt auch dafür so einen Kartoffelstampfer nehmen. Dann lösche ich sozusagen das Ganze mit etwas Soße ab. Ich habe jetzt hier so, weil ich das nicht hatte, ich hatte keinen Ketchup mehr und ich hatte keine Barbecue-Soße mehr. Deswegen habe ich improvisiert und habe Tomatenmark mit einer fertigen Süß-Sauer-Soße vermischt, was gut funktioniert hat, muss ich sagen. Also es war gar nicht so schlecht. Es wurde nur ein bisschen dick, deswegen habe ich mit ein bisschen Wasser immer verdünnt. Ich denke aber, mit einer normalen Soße, mit einer Barbecue-Soße oder eben Ketchup, braucht ihr das nicht unbedingt. Also wie gesagt, ihr könnt dann nehmen, was ihr wollt. Hat auch so geschmeckt, meine Variante. In der Zwischenzeit habe ich schon meine Brötchen geschnitten und anderes vorbereitet, was ich eben in mein Sandwich reinlegen möchte. Das sind eingelegte Gurken, Salat und Tomatenscheiben. Das war's. Ich brauche auch keine Soße, weil die Soße kommt ja von dem Pulled Jackfruit. Das stapel ich dann so und das war's. Fertig ist es. Es schmeckt sehr lecker. Ich habe so ein Mehrkornbrötchen genommen. Ich finde, das macht alles nochmal, ja, ein bisschen vollwertiger. Es ist nicht so ganz laschi-flaschi wie ein Toastbrot. Kann man aber auch nehmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es super gut mit einem Toastbrot schmeckt. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Mein Freund hat es super gut geschmeckt. Ich war, ich hätte gerne noch irgendwie so ein bisschen so eine Säure gehabt. Aber ich bin immer so ein Säurefreak. Also ich glaube, wenn ich irgendwie so eingelegte meine Pickles oder sowas, das hätte es nochmal mehr rausgerissen. Aber mein Freund hat sehr gut geschmeckt, probiert es mal aus. Wie gesagt, das Rezept ist in der Videobeschreibung und es geht super schnell. Dann gibt es jetzt ein Cold Brew, wie sagt man? Wie heißt es? Ja, einfach ein Cold Brew Coffee. Das kennen wir ja. Aber dann habe ich letztens gesehen, bei Starbucks gibt es irgendwie Cold Brew Foam.
keine Ahnung, irgend sowas. Ich gehe nicht zu Starbucks, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe es nur online mal gesehen, so ein Rezept. Und ich fand, es sah so voll lecker aus. Habe das mal versucht nachzumachen. Es ist mir nicht so gut gelungen, kann ich euch jetzt schon im Voraus sagen. Aber das liegt an mehreren Faktoren, die ich euch auch noch nennen werde. Diese Art und Weise des Cold Brew-Verfahrens jetzt, die ich euch zeige, habe ich von meiner Freundin, danke Jenny übrigens für diesen Tipp, das finde ich so genial. Warum bin ich nicht selber darauf gekommen? Es ist so einfach. Und zwar habt ihr, wenn ihr so eine French Press habt, so eine Cafetière oder so, wie das heißt, ne? Sehr gut. Dann müsst ihr einfach nur euren Kaffee mahlen. Ich mahle ihn immer per Hand. Ja, ich mag diesen Prozess und dann könnt ihr auch einstellen, wie grob ihr es haben möchtet. Es sollte schon recht grob sein. Je intensiver, umso mehr Kaffee müsst ihr natürlich mahlen. Dann gebt ihr einfach nur den Kaffee in eure French Press und gießt das Ganze dann mit Wasser auf, mit kaltem Wasser und macht nichts mehr. Ihr lasst es so, ihr stellt es in den Kühlschrank, am besten abgedeckt. Für mindestens, also schon einen Tag, einfach über Nacht, sag ich mal. Ich konnte nicht mehr warten und das ist jetzt der Punkt, warum es jetzt nicht so gut gelungen ist. Ich konnte nicht mehr warten, ich wollte es euch schon zeigen und habe es eigentlich nur so 2 Stunden ziehen lassen. Es war zu wenig, deswegen war der Kaffee sehr hell noch. Also er zieht eigentlich viel dunkler, er ist richtig schwarz dann, er war noch sehr braun, wie ihr seht. Es ist dann halt etwas leichter, wenn ihr es etwas leichter haben möchtet. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, dann lasst es eben nicht so lang ziehen. Nächsten Tag im besten Falle nehmt ihr dann euer Teil und drückt dann langsam runter und dann habt ihr euer Cold Brew Coffee fertig. So einfach, man braucht gar nichts anderes und es geht so schnell. Warum, wie gesagt, bin ich nicht selbst drauf gekommen? Es ist so genial. Es schmeckt so lecker mit Eis oder Varianten, was auch immer. Jetzt habe ich halt diese Starbucks-Variante für euch, wenn ihr möchtet. Und zwar, wie gesagt, euer Cold Brew Coffee mit ein bisschen Eiswürfeln in ein Glas geben. Und dann habe ich so ein Karamell. Das ist so ein veganes Fertigkaramell. Das wird, ist aus Datteln und so weiter. Das kann man auch selbst herstellen, wenn ihr möchtet. Oder ihr gebt einfach irgendeine Süße dazu, Agavendicksaft oder Reis. Sirup, was auch immer. Das habe ich dann reingegeben, vermischt es ein bisschen und dann nehmt ihr eure Pflanzenmilch und schäumt sie auf und zwar kalt. Das ist nämlich der Clou, dass alles kalt ist eben. Ich habe jetzt endlich diese Barista Pflanzenmilch gefunden und das ist halt sehr wichtig dafür, weil die schäumt eben richtig gut auf, selbst im kalten Zustand. Und ich habe leider nicht so ein Elektro-Ding, ja. Deswegen habe ich einfach manuell mit meinem Matcha Besen, alles aufgeschäumt. Ihr seht, es funktioniert auch. Man braucht halt nur ein bisschen Kraft und ein bisschen Ausdauer, aber es funktioniert auch. Und da kommt jetzt der zweite Punkt, den ich ein bisschen falsch gemacht habe, weil ihr müsst, also ihr dürft wirklich nur den Schaum abheben und das dann auf euren Kaffee tun, damit sich die Schichten nicht vermischen. Also es soll wirklich dunkel sein und dann ist oben dieser Schaum. Das wäre der beste Fall. Ich habe leider ein bisschen Milch mitgenommen und dann hat sich so ein bisschen vermischt und es wurde heller. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ihr könnt es perfektionieren zu Hause. Ich habe es jetzt nicht so geil hinbekommen, aber ihr versteht, was ich meine. Es war trotzdem lecker. Und der Schaum steht, der stand sogar noch, weil ich habe es vergessen. Ich hatte noch was anderes gemacht. Nach einer halben Stunde, eine Stunde oder sowas kam ich wieder und der Schaum stand immer noch. Also das ist wirklich richtig gut, diese Barista-Sachen. Sollte man sich zulegen, dann funktioniert es auch mit dem Schaum. Dann als letztes, das ist eben die zweite Sache, die ich immer wieder esse, entweder Sandwich oder Bowl. Deswegen ist hier meine Rainbow Bowl, sage ich jetzt mal. Wobei so viel Rainbow war jetzt auch nicht. Aber im Grunde mischt ihr einfach alles, was ihr möchtet, ob es Rohkost ist, ob es, was auch immer, gebraten im Ofen, wie auch immer zubereitet ist, in eine Schüssel und gibt eine Soße drauf. Mein Clou ist jetzt eben die Soße. Ich zeige euch, wie die gemacht ist. Sonst könnt ihr, wie gesagt, da reinmachen, was ihr möchtet. Ich esse es eben super gerne mittags nach dem Sport. Einfach so für den Energiekick und um da alles wieder reinzuholen, was ich so brauche. Vor allem kann man da gut Proteine reinmixen. Ich habe da zum Beispiel an dem Tag die Nudeln, die ihr da seht, das sind Kichererbsennudeln, haben also schön viel Protein. Habe aber auch noch Bohnen dazugelegt und ja, Salat natürlich, Gurke, Karotte, Tomate, Süßkartoffeln. Genau, aber jetzt kommen wir zu dem Wichtigeren und zwar dem Dressing. Das wollt ihr natürlich erfahren. Und zwar müsst ihr dafür einfach Cashewkerne über Nacht im Wasser einweichen. Am nächsten Tag gieße ich das Wasser ab
und spüle sie nochmal. Und dann kommt alles in den Mixer. War die beste Investition letztes Jahr, obwohl das noch nicht mal so teuer war, aber das ist der beste Mixer. Ich liebe ihn, ich benutze ihn sehr oft und für solche Sachen ist es eben super wichtig, einen guten, ebenso einen Hochleistungsmixer zu haben, der das richtig schön cremig püriert. Das ist nämlich jetzt hier das, was wir wollen. Wir wollen so eine schöne Paste, so eine Soße, so eine Art haben und das bekommt man eben dadurch. Also Cashewkerne rein, dann kommen die ganzen Gewürze. Senf, Zitronensaft ist am besten, hatte ich aber jetzt nicht da, deswegen habe ich ein bisschen Apfelessig reingegeben. Dann kommen Gewürze rein wie Zwiebelpulver, Kurkuma für die Farbe ist ganz wichtig, Hefeflocken für den leckeren, so käsigen Geschmack, Salz, Pfeffer, Wasser und ganz bisschen Currypulver, also da wirklich so ein gelbes Currypulver übrigens, da wirklich nur ganz wenig, weniger ist mehr und das eigentlich für mich ekelhafte Kala Namak. Ich mag das nicht so gern, das ist so ein Schwefelsalz, das riecht und schmeckt halt so schwefelig, was so ein bisschen an Eier erinnert. Allerdings habe ich jetzt für mich gemerkt, dass wenn man es ganz leicht dosiert irgendwo hineingibt, es wirklich einen guten Geschmack macht. Also jetzt da in dieser Art, ich habe nämlich sowas ähnliches in Köln letztens gegessen und die haben das vegane Hollandaise genannt und das macht dann einfach so einen leichten Eiergeschmack, sag ich mir. Nur so ganz leicht, wirklich. Es passt jedenfalls ganz gut, vertraut mir, versucht das mal, probiert das mal aus. Das Rezept schmeckt wirklich sehr lecker. Und dann einfach cremig mixen. Ganz glatt cremig pürieren. Und nochmal abschmecken, am besten mit Salz und ein bisschen Säure. Da muss man immer justieren, je nachdem, wie ihr das dann persönlich mögt. Und das war's dann. Das gebe ich dann in die Mitte und dann am besten alles vermischen und reinmampfen. Ich liebe das sehr. Ihr könnt es auch zu anderen Sachen benutzen, eben vegane Hollandaise. Ja, ihr könnt es auch zu was isst man das dann? Zu Spargel oder sowas zum Beispiel zur Spargelzeit dann essen oder zu anderem oder einfach mit Nudeln. Also es schmeckt ganz lecker. Es ist sehr... sehr, sehr, sehr cremig eben durch die Cashewkerne und sehr gesund. Obwohl es so viel Fett hat, aber gutes Fett, das ist ja das, was wir wollen. Das waren meine drei Rezeptvorschläge für euch. Eben Sachen, die ich sehr gerne esse in letzter Zeit oder trinke in dem Kaffeefall. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dass euch diese Art von Videos auch gefallen, wo ihr einfach mal mehr Rezepte seht auf einmal. So ein bisschen What I Eat in a Day, aber es ist nicht an einem Tag gewesen. Hätte aber auch sein können. Aber ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.